Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Heute kommt Horse Riding Tales und nicht Horse Legends. Horse Legends kommt dafür morgen, denn ich wollte heute unbedingt die neuen Community Games ausprobieren. Wir haben ja in der letzten Folge, wo ich das Update mir angeguckt habe, schon eins angeguckt, dieses Jump'n'Run. Ich mag nicht so gerne Jump'n'Runs, Leute, und ihr habt gesagt, dass dass das Detective-Spiel richtig, richtig cool ist. Und ich möchte das heute unbedingt ausprobieren. Ich möchte nicht bis morgen warten, Leute. Ich kann nicht warten. Wir probieren das jetzt heute aus. Und ich habe einen Frosch im Hals. Oh mein Gott, Leute, dieser Frosch. Nein, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. dann können wir auch einen Tag früher die Kiste aufmachen, die wir bekommen haben. Wir waren natürlich wieder in den Top 100. Vielen, vielen Dank an alle Fantasy-Hoofs, die mitgeholfen haben. Wir waren letzte Woche auf Platz 64, was meiner Meinung nach richtig, richtig cool ist. Wir haben richtig reingehasselt und hatten über 100.000 Punkte. Dickes, fettes Bussi geht raus an alle Fantasy-Hoofs. Falls ihr auch bei den Fantasy-Hoofs dabei sein wollt, müsst ihr mindestens 6.000 Clubpunkte pro Woche schaffen. Und das tatsächlich jede Woche. Ihr könnt euch auf meinem Discord-Server, Link ist in der Videobeschreibung, bewerben. In HRT-Club-Bewerbung, ganz wichtig, schreibt kein Alter dazu. Macht die Bewerbung komplett fertig, denn da ist ein langer, langer Timer drauf. Das heißt, schreibt die Bewerbung vor, schickt sie ab. Wichtig, kein Alter reinschreiben, aber wie viele Clubpunkte ihr machen könnt, wie oft ihr spielt, was ihr für ein Rang seid, ob ihr VIP seid oder nicht, ist vollkommen egal, Leute. Mir ist es auch egal, ob ihr Level 1 oder Level 40 seid, aber schreibt einfach rein, was ihr seid, wie oft ihr spielt und ob ihr 6.000 oder mehr Clubpunkte machen könnt. Die meisten von uns machen um die 10.000 Clubpunkte. Von daher wäre das natürlich nice, wenn ihr auch so viele machen könnt. Wir gehen rein, Leute, in die Weekly Chest und... Bevor wir jetzt unsere Champions Chest aufmachen, machen wir erstmal die kleine süße Chest auf. Denn meine Oma hat früher schon immer gesagt, man muss erst die kleinen Sachen und dann die großen Sachen aufmachen. Und das ist ein bisschen eine Schmutzkiste. Also ich möchte mich nicht beschweren oder so, aber es ist ein bisschen eine Schmutzkiste. Aber egal, Leute, wir gehen mal hier rein und gucken mal, gibt es eigentlich neue Sachen? Nee, ne? Ist ein bisschen schade, Leute. Ich hatte mir irgendwie vom Update versprochen, dass es irgendwie mehr Pferde, vielleicht auch mehr Pets, Accessoires und so geben wird, was alles irgendwie nicht passiert ist. Und ein bisschen Bugfixes. Ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen, dass irgendwelche Bugs gefixt worden sind. Ich bin gespannt. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Sind irgendwelche Bugs gefixt worden? Ich habe immer noch die gleichen Probleme wie davor, was extrem enttäuschend ist, hätte ich jetzt mal gesagt. So, wir müssen 51 bis 100 anwählen. Dann sind die prozentuellen Wahrscheinlichkeiten schon ein bisschen niedriger. Aber nicht so schlimm. Am Ende des Tages hätte ich gerne dieses Pferd. Nachdem wir aber ja leider nicht aussuchen können, wo unsere Pferde stehen, ist es letztendlich egal, denn ich nutze sowieso immer erst nur, was? Ich nutze sowieso nur die Pferde, die ganz am Anfang meiner Liste sind, nie die Pferde, die mega weit hinten sind. Von daher hätte ich gesagt, was wünschen wir uns? Wir haben uns schon immer den Sattel gewünscht und den wünsche ich mir eigentlich immer noch. Aber nachdem ich den Sattel nicht bekommen kann, wünsche ich mir diesen kleinen süßen Begleiter. Ich finde ihn so süß. Ich finde ihn so süß. Ich finde ihn so mega, mega putzig. Der wäre auch mega nice. Aro haben wir schon. Also entweder der hier oder der hier. Das fände ich cool, Leute. Okay. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, was in der Champions Chest drin ist? Vermutlich bekomme ich wieder Black Pearls, was ehrlich gesagt nicht so schlimm wäre. Dann können wir mal wieder eine Pet Chest aufmachen. Mir fällt gerade nicht ein, wie die heißt. Die heißt irgendwie anders. Leute, let's go. Let's go. Ein Skyrider-Set? Aber das habe ich doch schon. Hä? Warum kann ich denn jetzt das Set nochmal bekommen? Hä? Leute, das Set hatte ich schon. Seit wann kann man denn doppelte Sets bekommen? Das ist ja Schmutz. Okay, also ich hätte ehrlich gesagt lieber 30 Black Pearls bekommen, als ein Set, das ich schon habe, das letztendlich im Nirvana verschwindet. Was ist denn los, Horse Riding Tales? Ach nein. Wahrscheinlich haben die in dem Update das reingepatcht, dass es irgendwie buggy ist. Okay, Leute. Nachdem die Chest wirklich Schmutz war,
Einfach nur richtig Schmutz. Hoffe ich jetzt einfach, dass Meadowcraft Detective cooler ist. Ich freue mich seit Tagen, Leute, seitdem ich das Update-Video gefilmt habe, dieses Spiel zu spielen. Und ich hätte gesagt, wir legen los. Es heißt, dass ein Pferd verloren gegangen ist und wir müssen es jetzt suchen und müssen irgendwelchen Hinweisen nachgehen. Wir müssen Leute befragen und müssen das Geheimnis lüften. Ich bin so gespannt, Leute. Let's go. Da sind wir schon. Hi. Warum kann ich aufmounten? Oh mein Gott, ich kann mit meinem Pferd gehen. Oh mein Gott, Rose. Let's go, Rose. Rose? Guck mal, da ist noch jemand. Hallo, Allison. Allison ist auch mit ihrem Pferd unterwegs. Hi. Hi, Amanda. Was ist denn mit mir? Ach, Gottes Willen. Warum springe ich denn jetzt schon wieder so komisch? Hallo? Kann ich mit dir sprechen? Entschuldigung. So glad you could make it. My name is Amanda Barnes. I've heard you're the best detective in all of Meadowcraft. Sie sagt, wir sind der beste Detective. Alter. We've had some problems on the island. Okay, okay, okay. Ich helfe. Oh mein Gott, da sind Pferde. Last night someone stole Mr. Johnson's prize Frisian and took her off the island. We need to find who it was. Can you help us? Ein Friese wurde gestohlen von Mr. Johnson. Wir sollen helfen. You can count on me. Where should I start? Ja, wo sollen wir starten? Erzähl mal. Let's see if we can find any clues in Mr. Johnson's ranch. Okay. Okay. Muss ich jetzt ohne sie gehen? Mit ihr? Wo ist denn Mr. Johnson's ranch? Und warum springe ich die ganze Zeit? Okay, ich gehe jetzt ohne Pferd weiter, weil es nervt ein bisschen. Okay. Ist hier Mr. Johnson? Breeder Johnson hier. Hi. Warum springe ich denn trotzdem weiter? Okay, dann kann ich halt... Ich habe es mir anders überlegt. Oh, Rose hat sich mit einem Pferd angefreundet. Das ist ja süß. Ach, guckt mal. Sie hat einen Freund gefunden. Rose, es tut mir leid. Du musst deinen Freund verlassen. Ich möchte doch mit dir gemeinsam. Komm. Let's go. Okay, wir... Ich weiß nicht, warum wir immer so komisch springen. Es passiert uns irgendwie nur hier. Okay. Rose? Okay. Oh, you must be the new horse detective. Thank goodness you're here. Ja, ich bin der Pferdedetektiv, Alter. Ich bin voll krass. Happy to help. Can you tell me what happened? Ja, was ist passiert? The thief broke into my house while I was sleeping, took the key to the horse paddock and stole my prized Frisian. I miss her so much already. Okay, der ist eingebrochen in sein Haus, hat den Schlüssel geklaut und die Friesenstute gestohlen. Krass. Let me take a look inside. Maybe the thief left some clues behind. Ja, wir gucken erstmal rein. Okay, Rose, du hättest doch bei deinem Freund bleiben können. Es tut mir leid. I'm sorry. Okay. Okay, Breeder Johnson, ich werde dir helfen. Ich werde alles regeln. Vielleicht auch nicht. Ich finde nichts. Okay, wartet. Um Gottes Willen. Jetzt wartet, wir schaffen es nach oben. Wir bewegen uns halt springend vorwärts. Ist nicht so schlimm. Hier liegt etwas. Guck mal, was ist das? Wow, this doesn't look like it belongs here. Let's read what it says. Okay, wir gucken, was es ist. My gosh, it's a recipe for horse tranquilizers. The thief must be using tranquilizer to get the horse onto the boat and off the island. Okay, das ist ein Sedativ für ein Pferd. If I can find the tranquilizer itself, it might lead us to the thief. Okay, das war quasi ein Rezept für ein Sedativ für ein Pferd. Also, dass man das quasi ruhig stellen kann, das Pferd. Und jetzt müssen wir... Wir müssen jetzt finden, wo... Wie kann ich denn springen? Okay, ich kann so auch springen. Wunderbar. Und jetzt müssen wir finden... Was? Jetzt müssen wir finden, wo wir es finden. Was ist denn mit mir? Jetzt müssen wir das Sedativ an sich finden. It's locked. It looks abandoned in there. I wonder if this place has any connection to what's happened to on the island. Okay, vielleicht brauchen wir einen Schlüssel. Das ist alles ein bisschen weird. Okay, die Frage ist halt, wo das Pferd letztendlich verschwunden ist. Also wo genau? Weil wir müssen ja irgendwo dieses Sedativ finden. Ich bin vielleicht ein bisschen blind. Ein paar Sekunden später. A random Pintaloosa wandering around. How strange. Ja, das stimmt schon. Der ist hier frei, ne? Die anderen Pferde sind nicht frei. Wobei ich nicht weiß, ob das Pferde von... Spielern sind. Könnte auch sein. Wir reden jetzt mal mit dem da hinten. Ich hab ab... Oder mit dem? Ich bin ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Horsewet, hi! Hast du jemanden gesehen, der irgendwie komisch ist? Do you use horse tranquilizers? Only sometimes, but not anytime recently. All I've been treating recently is upset stomachs. Okay, also er hat die nicht genutzt, sagt er, die Sedative. Oh, ich muss immer hier drauf drücken.
Well, it's abandoned. There was an old farmer who lived there, but he moved up to the mainland with his daughter about a year ago. Okay, also, could you help me get in there? Yeah, können wir da rein? I got a key! Oh nein, wir müssen was für ihn tun. Okay, er hat gesagt, dass, wo wir gerade rein wollten, da hat jemand gewohnt vor einem Jahr, aber jetzt nicht mehr. I was treating a Pentelusa this morning and it got startled and ran away. Ah ja, den hab ich schon. Ja, ja, den habe ich schon gefunden. Warte, ich hole ihn schnell. Das ist schwieriger als gedacht, dieses Rätsel zu lösen. Okay, wir holen den Pentelusa. Hi. Come here, girl. Komm mit. Kommt jetzt mit? Ja, oh mein Gott, das Pferd. Ich bin die krasseste in Join-Ups ever. Ich so, hi, come here, girl. Und dann kommt die mit. You found her. Thank you so much. Here, take this key. You can take a look inside. Okay. Er hat sich bedankt. Wir haben den Schlüssel. Let's go. So, dann gucken wir mal, was wir hier drin finden werden. Here we go. Okay, oh mein Gott. Das ist ein bisschen spannend, Leute. Das ist ein bisschen spannend. Okay, was werden wir... Was? Oh Gott, was ist das? Was ist das? Unbelievable, a tranquilizer bottle. I think the thief was tranquilizing the horses in this house before taking them off the island. Okay, wir haben quasi das Sedativ gefunden und von da aus hat der Dieb das quasi mitgenommen. Das Pferd. Okay, wir müssen jetzt zu dem Verkäufer da hinten. Rocket, was machst du denn da? Rocket, hör auf, jetzt hier rumzuhängen, bitte. Ach Gott, die Tiere. So, hi. Entschuldigung, hast du irgendwelchen Tranquilizer verkauft, bitte? I noticed you're selling some horse tranquilizer. Has anyone purchased any in the last few weeks? Let me see. Actually, yes. Mr. Barnes came over yesterday and bought a few bottles. He lives in the shack near the harbor. You might have met his daughter Amanda. Okay. Das ist strange. Warte mal, wo ist denn mein Pferd? Oh, da ist Rose. Komm mal bitte mit, Rose. Okay, wir müssen... Ach, hier oben ist der. Guckt mal. Und wir bewegen uns immer noch springend vorwärts. Ist ein bisschen anstrengend. Okay, dann gehen wir mal zu Mr. Barnes. Und gucken mal, was er zu sagen hat. Hi, Mr. Barnes. Hast du ein Pferd geklaut? No, young lady. There's nothing to see. I'm not moving. Okay, wir haben ihn gefragt, ob wir rein können. Und er hat gesagt, nein. Ich meine, es ist auch ein bisschen frech von uns, dass wir einfach rein wollen. Okay, er sagt aber jetzt immer nur dasselbe und wir dürfen hier nicht rein, weil die Tür verschlossen ist. Lass uns nochmal mit Amanda sprechen. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Amanda, I have something to tell you. I think your father might have something to do with all this. Ja, ich glaube, dein Vater ist krass. Und sie sagt, wie kann das sein? I'm not sure, but something fishy is going on. I really need to search upstairs of his shack, but he won't let me in. Ja, wir haben jetzt ihr letztendlich erzählt, irgendwas Komisches ist da im Gange und wir müssen rein. Wir müssen jetzt irgendwas tun, was ihn veranlasst, wegzugehen, dass wir rein können. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was. Kann ich da rein? Nee, ne? Kann ich das Gatter aufmachen? If only I had something to break this fence, I bet that would get Mr. Barnes' attention away from guarding his door. Ja, ne? Aber was genau? Ist hier, was mir gerade auffällt? Haben wir da nicht gerade eine Zange gefunden? Lass uns mal gucken, ob wir die Zange nehmen können. Können wir die Zange... Oh mein Gott, ja. Wir haben eine Zange, Alter. Wir können das jetzt aufbrechen. LOL. Okay. Wir gehen jetzt dahin, brechen das Ding auf und dann gucken wir... Hey, wait, just a second. Where are you all running to? Stop. Ja, schade. Jetzt sind leider alle deine Pferde abgehauen. Jetzt kann ich rein und gucken, was da los ist da oben. Jawoll. Als ob. Da bist du. Oh mein Gott! This is Mr. Johnson's prized Friesian! Let's go, girl. Let's get you back to where you belong. Ja, komm mit. Komm. Komm. Ja, Brümer. Jetzt komm. Let's go. Ja, komm. Nice. Okay, Leute, wir haben das Geheimnis gelüftet. Die Frage ist halt nur, warum der Nachbar das gemacht hat. Warum hat der Nachbar... das Pferd versteckt. Hallo, Breeder Johnson. Ich habe dein Pferd gefunden. Hallo? 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 You found her. Unbelievable. I'm so happy to see you again. I promise I won't let anything happen to you again in my special horse. Oh, das ist so süß. I don't know how I could ever repay you, Detective. I will always remember what you've done for me.
Gems would be nice. Also er hat sich jetzt 100 Mal bei uns bedankt und hat gesagt, er weiß gar nicht, wie er uns jemals bezahlen kann. Und dann hätte ich gesagt, Gems wären halt irgendwie cool, oder? I have already called the Meadowcroft police and they will be investigating my father. I can't believe he did all of this right under my nose. Ah, oh, die Amanda ist voll eine Liebe. Die hat sogar jetzt die Polizei gerufen. Das ist mega. Thank you again, Detective. Our island community can finally rest again, knowing all the horses are going to be safe. You're both super welcome. Just glad I could help. If anything goes wrong here again, you'll know who to call. Das war so cool. Oh mein Gott, Leute, Hilfe. Game complete. I loved it. Das war mega cool. Dann war es aber mit dieser Folge von Horse Riding Tales auf dem Handy. Falls ihr wollt, dass ich weitere Community-Spiele spiele, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Like da. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ihr könnt gerne auch ein kostenloses Abo da lassen, wenn ihr Lust habt. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!